Gentili signore e signori, cari borsisti, amiche e amici del Centro Tedesco, meine Damen und Herren, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Studienzentrums. Benvenuti alla trasmissione online di questa serata che originariamente avrebbe dovuto svolgersi in copresenza fisica con voi qui da noi a Palazzo Barbarigo della Terrazza a Venezia. E il professor Krause, che vedete sullo schermo a fianco di me, ci avrebbe raggiunti e sarebbe stato presente di persona. Adesso la situazione purtroppo è cambiata e siccome noi, come le altre istituzioni culturali di Venezia, rimaniamo fermi nel proposito di fare quello che possiamo e dobbiamo per contribuire al contenimento della pandemia e allo stesso tempo di continuare a lavorare e comunicare con voi, con la comunità nella quale viviamo e con gli amici che ci sono vicini anche idealmente, abbiamo velocemente rivisto le modalità di svolgimento che erano state pensate già da tempo per questa serata. E quindi facciamo una specie di inversione. Veniamo a trovarvi noi sui vostri schermi, nei vostri uffici e nelle vostre case, invece di accogliervi qui da noi. E anche in diversi altri sensi il tema dello spostamento ci accompagnerà attraverso la serata. Tramite le nostre voci e con l'aiuto della tecnica ci spostiamo tra poco in Germania a Lipsia, al Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, l'Istituto Max Planck per la storia dell'umanità, dove già siamo collegati con il direttore del reparto di archeogenetica di questo istituto, il professor Johannes Krause. Buonasera a Lipsia. Che a sua volta ci parlerà di spostamenti, dei grandi spostamenti che i nostri predecessori, le donne e gli uomini che hanno vissuto migliaia di anni fa e i loro discendenti hanno osato fare. Con questo suo importantissimo intervento, il professor Krause ci aprirà una prospettiva inconsueta su quello che noi stiamo studiando qui al Centro Tedesco di Studi Veneziani da sempre, direi, ma negli scorsi anni in modo particolare: la storia e le dinamiche dei fenomeni inter- e transculturali e il rapporto di questi fenomeni con le migrazioni. Herzlich willkommen zur Online-Übertragung dieses Abends, der ursprünglich in physischer Co-Präsenz mit Ihnen hier bei uns im Palazzo Barbarigo della Terrazza in Venedig stattfinden sollte. Und Herr Professor Krause, den Sie hier auf dem Bildschirm neben mir sehen, wäre persönlich bei uns gewesen. Aber nun haben sich die Umstände geändert und da wir, wie die anderen Einrichtungen Venedigs, daran festhalten, alles zu tun, was wir können und müssen, um unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten und gleichzeitig weiterzuarbeiten und mit Ihnen zu kommunizieren, mit der Gemeinschaft, in der wir leben und mit den Freundinnen und Freunden, die uns auch auf andere Weise nah sind, haben wir das lange für heute Abend geplante Veranstaltungsformat umgestellt. So tauschen wir nun gewissermaßen die Rollen. Wir besuchen Sie auf Ihren Bildschirmen zu Hause und in Ihren Büros, anstatt Sie hier bei uns zu empfangen. Und in noch anderem Sinn wird uns das Thema des Ortswechsels durch den Abend begleiten. In Kürze begeben wir uns mit unserer Stimme und mit Hilfe der Technik nach Leipzig zum Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, wo wir bereits mit dem Direktor der Abteilung für Archäogenetik verbunden sind, mit Professor Johannes Krause, den ich noch einmal ganz herzlich begrüße. Guten Abend nach Leipzig. Ja. Herr Krause wird uns seinerseits von wiederum anderen, besonderen Ortswechseln sprechen, den großen Wanderungen, die unseren Vorfahrinnen und Vorfahren, die Menschen, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben und deren Nachkommen zu unternehmen gewagt haben.
Mit seinem Vortrag wird uns Herr Professor Krause eine ebenso wichtige wie ungewöhnliche Perspektive auf den Gegenstand eröffnen, den wir hier am Deutschen Studienzentrum im Grunde schon immer, kann man sagen, studieren und dem wir in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben. Auf die Geschichte und die Dynamiken inter- und transkultureller Phänomene und das Verhältnis der Migration zu diesen Phänomenen. Io in questa sede non voglio e non posso anticipare nulla di ciò che ci spiegherà Johannes Krause, ma posso già svelarvi che le scoperte dell'archeogenetica, la disciplina scientifica di cui il professor Krause è uno dei fondatori, hanno molto da insegnarci. Il lavoro dell'istituto del professor Krause è anche strutturalmente affine con il lavoro che svolgiamo noi qui al Centro Tedesco, con riferimento ovviamente alla storia e alla cultura di Venezia. Come vedremo e sentiremo, le ricerche del Max Planck Institute sulla storia dell'umanità sono interdisciplinari, in quanto non si occupano solo della genesi della specie umana in base alla evoluzione genetica, ma anche in base allo sviluppo delle lingue, che sono il tratto inconfondibile di tutto ciò che può chiamarsi umano, tra virgolette. An dieser Stelle will und kann ich nichts von dem vorwegnehmen, was uns Johannes Krause gleich erklären wird. Ich darf aber bereits verraten, dass die Erkenntnisse der Archäogenetik des von Professor Krause mitbegründeten Forschungszweigs für uns alle einige Lehren bereithalten. Die Tätigkeit des Instituts von Herrn Krause besitzt auch gewisse strukturelle Affinitäten zu der Arbeit, die wir als Studienzentrum hinsichtlich der venezianischen Geschichte und Kultur durchführen. Wie wir hören und sehen werden, sind die Forschungen des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte interdisziplinär ausgerichtet. Sie befassen sich nicht lediglich mit der genetischen Ausformung des Lebewesens Mensch, sondern auch mit der Entwicklung der Sprachen, des wohl einzigen unverwechselbaren Merkmals dessen, was man als das Menschliche schlechthin in Anführungsstrichen bezeichnen kann. Adesso, prima di cedere la parola al professor Krause, permettetemi solo qualche cenno sulla sua vita professionale davvero straordinaria e ammirevole. Johannes Krause è nato in Turingia, land al centro della Germania, e ha ottenuto il dottorato di ricerca in genetica nel 2008 presso l'Università di Lipsia in Sassonia, la regione a est della Turingia. Ha continuato le sue ricerche a Lipsia presso il Max Planck Institut per l'antropologia evoluzionaria. Già nel 2010 gli è stato conferito un posto di professore associato presso l'Istituto di archeologia scientifica dell'Università di Tubinga, dove successivamente nel 2013 ha ottenuto la prima cattedra al mondo per l'archeo e paleogenetica. E nell'anno dopo è stato chiamato alla presidenza dell'Istituto Max Planck, al direttorato dell'Istituto Max Planck per la storia dell'umanità a Jena, dove ha fondato il reparto di archeogenetica e dove attualmente, tra diverse altre attività accademiche, sta preparando il trasferimento del suo dipartimento a Lipsia, nel contesto di una riorganizzazione interna degli istituti Max Planck. Credo che questi dati parlino da sé e vorrei aggiungere solo che Johannes Krause è stato tra i firmatari della dichiarazione di Jena del 2019 sul concetto delle razze umane. Gli autori della dichiarazione hanno negato categoricamente ogni carattere scientifico a questo concetto e hanno sottolineato che l'idea della razza umana è il risultato del razzismo e non il suo presupposto. Per concludere, tra le innumerevoli pubblicazioni del professor Krause vorrei richiamare l'attenzione solo su questo libro del 2019, Die Reise unserer Gene, eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren.
Il viaggio dei nostri geni, una storia di noi e dei nostri antenati. La lettura di questo libro mi ha colpito tanto da far nascere nella mia mente l'idea di invitare il suo autore a parlare delle sue cognizioni e delle sue scoperte qui a Venezia, al crocevia di tante migrazioni storiche, ma anche attuali, alla città fondata dai migranti, come sappiamo. E sono particolarmente lieta che il professore abbia accettato il mio invito e il piacere di potervelo annunciare adesso è ancora più grande, in quanto all'inizio di questo mese il suo libro è uscito anche in traduzione italiana sotto il titolo «Storia dell'umanità per gente che va di fretta». È un motivo di gioia per noi qui al Centro Tedesco di Studi Veneziani poter costruire un ponte con questa serata tra il libro nell'originale tedesco e la sua traduzione italiana. Bevor ich nun gleich Herrn Krause seinen Vortrag bitte, erlauben Sie mir nur einige wenige Worte zu seiner wirklich außergewöhnlichen und beeindruckenden wissenschaftlichen Vita. Gebürtiger Thüringer ist er 2008 im Fach Genetik an der Universität Leipzig promoviert worden. Anschließend arbeitete er am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, bevor er 2010 eine Juniorprofessur am Institut für naturwissenschaftliche Archäologie der Universität Tübingen antrat, wo er kurze Zeit später, im Jahr 2013, auf den weltweit einzigen Lehrstuhl für Archäo- und Paläogenetik berufen wurde. 2014 nahm Johannes Krause den Ruf als Gründungsdirektor ans Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena an, wo er die Abteilung für Archäogenetik aufbaute und wo er nun neben anderen akademischen Aktivitäten den Umzug seiner Abteilung nach Leipzig vorbereitet. Ich denke, diese Daten, diese Informationen sprechen für sich und möchte nur noch hinzufügen, dass Johannes Krause zu den Unterzeichnern der Jenaer Erklärung von 2019 gehört. Diese Erklärung beschäftigt sich mit dem Konzept der menschlichen Rassen. Und die Autoren der Erklärung haben diesem Konzept jegliche Wissenschaftlichkeit abgesprochen und unterstrichen, dass die Vorstellung von Menschenrassen ein Ergebnis des Rassismus ist und nicht dessen Voraussetzung. Zum Abschluss möchte ich unter den zahlreichen Publikationen von Johannes Krause nur dieses 2019 erschienene Buch herausheben, Die Reise unserer Gene, eine Geschichte über uns und unsere Vorfahren. Die Lektüre dieses Textes hat mich so bewegt, dass mich der Gedanke nicht mehr losgelassen hat, dessen Autor nach Venedig einzuladen, um hier am historischen Wegekreuz vieler Migrationen bis heute, hier in der von Migrantinnen und Migranten gegründeten Stadt, über seine Erkenntnisse und Entdeckungen zu berichten. Ich freue mich sehr, dass Johannes Krause die Einladung angenommen hat und die Freude, ihn nun ankündigen zu dürfen, ist umso größer, als gerade am Beginn dieses Monats eine italienische Übersetzung des Buches erschienen ist, die ich Ihnen jetzt nochmals zeige, Storia dell'umanità per gente che va di fretta. Es ist wunderbar für uns hier am Studienzentrum mit diesem Abend eine Brücke zu bauen zwischen dem Buch in deutscher und jenem in italienischer Sprache. Ich danke von ganzem Herzen Herrn Professor Krause für seine Bereitschaft, auch unter diesen veränderten Umständen zu uns zu sprechen. Allen ein gutes Zuhören und Zusehen. Vielen Dank. Ringrazio di cuore il professor Krause per la sua disponibilità a parlarci anche in queste mutate circostanze e auguro una buona visione e un buon ascolto a tutti coloro che ci seguono. Grazie. Ja, Frau Liebermann, erstmal vielen Dank für die nette Einführung. Und ich freue mich natürlich sehr, heute Abend zumindest virtuell hier bei Ihnen sein zu können. Die Umstände haben es leider nicht ermöglicht, dass ich in Person da sein kann, aber ich hoffe sehr, dass wir das in Zukunft einmal nachholen können. Heute soll es thematisch um die Reise unserer Gene gehen. Das ist ein Buch, was ich im letzten Jahr zusammen mit Thomas Trappe veröffentlicht habe, was vor kurzem auch auf Italienisch rauskam, was Sie schon gehört haben, wo es im Prinzip geht um die Geschichte der Migrationen und wie sie den Kontinent, hauptsächlich Europa, heute geprägt haben. Aber ich werde im Vortrag auch noch etwas eingehen auf die Geschichte der Menschheit und die Herkunft in Afrika. Wie
einige von Ihnen vielleicht wissen, hat es in den letzten Jahren in der Genetik eine wahre Revolution gegeben. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die Technologie, mit der wir die DNA entschlüsseln, sich sehr schnell weiterentwickelt hat. Ich habe hier mal zusammengetragen den Preis für ein menschliches Genom über die letzten 20 Jahre. Und Sie sehen, dass es vor 20 Jahren noch viele 100 Millionen € gekostet hat, ein menschliches Genom zu entschlüsseln. Heute kostet es nur noch wenige 100 €. Und das liegt an den Maschinen. Hatten wir vor 15 Jahren, als ich selber angefangen habe mit meiner Doktorarbeit im Labor, noch eine Maschine, die pro Tag 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln konnte, haben wir heute eine Maschine im Labor, die pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln kann. Das heißt, der Durchsatz der Maschinen hat sich verhundertmillionenfacht und dementsprechend ist es natürlich viel schneller, günstiger und einfacher geworden, DNA zu entschlüsseln. Deshalb sprechen manche Menschen mittlerweile sogar von einem Genomzeitalter, in dem wir uns im Moment befinden. Es gibt sogar viele Firmen, bei denen kann man seinen Speichel hinschicken und die führen eine sogenannte Genomanalyse durch. Und das machen manche einfach nur aus privatem Interesse. Hier einfach mal einen Überblick über die Firmen. Das sind hier 5 unterschiedliche private Firmen, zu denen man seine DNA schicken kann, die eine Genomanalyse durchführen. Und wir sehen, dass über 25 Millionen Menschen schon davon Gebrauch gemacht haben. Und das sind wirklich nur private Firmen, das sind keine wissenschaftlichen Projekte. Das kostet so zwischen 50 und 100 €. Das ist wirklich erschwinglich. Ich habe das meinen Eltern mal zu Weihnachten geschenkt, falls jemand noch ein Geschenk braucht. Weihnachten steht vor der Tür, auch sowas ist möglich. Es gibt natürlich auch viele große medizinische Studien, bei denen die DNA entschlüsselt wird. Und mittlerweile werden wirklich Millionen von Genome weltweit entschlüsselt. Und das ist wirklich eine Standardtechnologie geworden. Unter anderem ist es mittlerweile sogar möglich, die DNA oder das ganze Genom vom werdenden Leben, vom Embryo zu entschlüsseln. Das zirkuliert im Blut der Mutter. Und sowas wird zum Beispiel mittlerweile als pränatale Untersuchung durchgeführt. Das heißt, früher hat man eine Nadel in den Bauch gesteckt und hat Fruchtwasser entzogen, um beispielsweise was über genetische Störungen beim werdenden Leben zu erfahren. Heutzutage kann man das einfach von einem Blutstropfen der Mutter machen. Da kommt das Kind nicht zu Schaden. Früher haben einige Kinder sind dabei sogar gestorben, einige Embryonen. Und heute kann man das einfach von einem Blutstropfen der Mutter machen. Gleichzeitig haben wir auch große Fortschritte gemacht bei der genetischen Veränderung, bei der gezielten genetischen Veränderung der DNA. CRISPR-Cas9 ist sicherlich vielen von Ihnen ein Begriff. Spätestens seitdem es den Nobelpreis vor 2 Wochen für diese neue Technologie gab, durch Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna, die diese Technologie vor einigen Jahren entwickelt haben, vor ungefähr 7, 8 Jahren, mit der man gezielt die DNA verändern kann. Das heißt, in Zukunft kann man sich auch vorstellen, dass wir gezielt in die Evolution des Menschen eingreifen, beispielsweise schädliche Mutationen aus dem Genom herausschneiden und mit den guten Genen, wenn man es so will, ersetzen, um im Prinzip Menschen davor zu schützen, dass sie bestimmte genetisch verursachte Krankheiten bekommen, wie zum Beispiel Brustkrebs. Viele kennen das Beispiel von Angelina Jolie, die so ein solches Gen in sich trägt und die sich deshalb die Brüste hat abnehmen lassen. Aber so könnte man ihre Kinder theoretisch mit einer solchen Technologie schützen. Natürlich über die ethischen Fragen, die damit einherkommen, müssen wir diskutieren. Aber das werden wir in Zukunft sicherlich auch tun. Wir als Archäogenetiker haben allerdings einen ganz anderen Ansatz, wofür wir diese DNA verwenden. Wir verwenden sie als eine Art Zeitmaschine. Die Natur hat dafür gesorgt, dass die DNA ein sehr stabiles Molekül ist. Das heißt, sie geht nicht so schnell kaputt. Das ist auch gut so. Es ist ja unser Bauplan, der soll nicht kaputt gehen. Und der übersteht auch die Jahrtausende und kann uns dann etwas erzählen über die Verwandtschaftsverhältnisse zum Beispiel von Menschen aus der Vergangenheit mit Menschen, die heute leben. So können wir direkt etwas lernen über die menschliche Evolution, das heißt, wie ist aus einem Vorfahren der heutige Mensch entstanden. Traditionellerweise wurde das durch die sogenannte Paläoanthropologie durchgeführt, das heißt, man hat fossile Knochen genommen, um etwas zu erfahren, wie vielleicht Menschen aus der Vergangenheit mit den heutigen Menschen verwandt sind. Man hat die Morphologie, das Aussehen dieser Knochen verglichen, um beispielsweise Stammbäume zu erstellen, um zu wissen, wer ist unser Vorfahre, wer ist eine ausgestorbene Seitenlinie und wie hat sich der Mensch im Laufe der Jahrtausende entwickelt. Man kann sich aber vorstellen, wenn man nur einen solchen fragmentierten Schädel hat und nicht mehr Informationen, ist es zum Teil sehr schwer. Das heißt, diese Stammbäume haben sich ständig verändert und man ist sich immer noch nicht genau sicher, wie diese unterschiedlichen Urmenschen mit dem heutigen Menschen verwandt sind. Und da haben wir als
Genetiker einen riesigen Vorteil. Wir können die DNA aus solchen Knochen herauslösen und können dann mit dem Bauplan, den wir aus diesen Knochen herausbekommen, etwas über die Verwandtschaftsverhältnisse lernen. Wir bohren kleine Löcher in diese Knochen rein, setzen dann aus dem Knochenpuder die DNA frei und diese DNA wird dann in diesen Maschinen entschlüsselt und am Computer wieder zusammengesetzt. Was haben wir jetzt in den letzten Jahren gelernt über die menschliche Herkunft, die Herkunft des modernen Menschen, Homo sapiens? Wir gehen davon aus, dass er vor ungefähr 200.000 bis 300.000 Jahren in Afrika entstanden ist und dann vor ungefähr 50.000 Jahren Afrika verlassen hat. Er ist dann nach Europa, nach Asien und Australien und später auch nach Nord- und Südamerika eingewandert. Allerdings, als die modernen Menschen Afrika verlassen haben und zum Beispiel nach Europa kamen, waren sie dort nicht allein. Dort gab es schon Menschen. Dort gab es zum Beispiel die Neandertaler, die dort vor ungefähr 500.000 bis 600.000 Jahren eingewandert sind. Die Neandertaler waren aber auch nicht ganz allein in Eurasien. Es gab auch im Osten von Eurasien Urmenschen. Das waren zum Beispiel der Homo erectus, der vielleicht dort noch bis vor 100.000 Jahren gelebt hat. Und unter anderem auch der Denisovaner. Der Denisovaner ist ein Urmensch, den vielleicht noch nicht so viele von Ihnen kennen. Den haben wir erst vor 10 Jahren entdeckt. Damals haben wir die DNA aus einem kleinen Fingerknochen analysiert und es hat sich herausgestellt, dass dieser Fingerknochen von einem Urmenschen stammte, der weder ein Neandertaler war, noch ein moderner Mensch und auch kein Homo erectus, das scheint auch so zu sein. Wir haben ihm deshalb den Namen gegeben, Denisovaner, nach der Höhle, wo er gefunden wurde. Die heißt nämlich Denisova-Höhle. Kleiner interessanter Fakt am Rande, der Neandertaler wurde entdeckt durch Johann Karl Fulrott. Und der ist tatsächlich in meinem Dorf geboren und ich habe den Denisovaner entdeckt. Und es ist wirklich ein riesiger Zufall, dass die zwei Entdecker der zwei Urmenschen, die in den letzten 100.000 Jahren in Europa und in Asien gelebt haben, aus demselben Dorf in Thüringen in Mitteldeutschland kommen. Das ist natürlich kein kompletter Zufall, weil mich natürlich Johann Karl Fulrott auch sicherlich beeinflusst hat. Die Schule war nach ihm benannt, die Hauptstraße und insofern bin ich vielleicht auch in seine Fußstapfen getreten. Diese Urmenschen waren aber nicht ganz alleine in Europa und in Asien. Es gab in Südostasien noch einen weiteren Urmensch und der heißt Homo floresiensis. Der wurde dort vor ungefähr 15 Jahren gefunden. Und als man ihn damals gefunden hat, lief gerade Herr der Ringe im Kino. Und da er relativ klein war und große Füße hatte, hat man ihn auch Hobbit genannt. Das heißt, wenn Sie mal etwas über Hobbits lesen und Urmenschen, dann ist Homo floresiensis gemeint, der hier auf dieser Insel in Indonesien gefunden wurde. Was uns jetzt interessiert hat, ist, als der Mensch aus Afrika ausgewandert ist und nach Europa kam und nach Asien und auf diese Urmenschen getroffen ist, haben die sich dort genetisch vermischt? Das heißt, hatten die Kinder zusammen? Steckt in den heutigen Europäern vielleicht sogar etwas Neandertaler und in den heutigen Asiaten etwas Homo erectus oder vielleicht in Südostasien Homo floresiensis? Und das können wir jetzt anhand der DNA-Sequenzen, die wir von diesen Urmenschen haben, tatsächlich direkt berechnen. Und was wir dabei gefunden haben, war eine große Überraschung. Wir konnten nämlich zeigen, dass alle Menschen außerhalb von Afrika, sowohl die Europäer als auch die Asiaten, als auch die Aborigines in Australien und die indigene Bevölkerung Nord- und Südamerikas, alle die gleiche Menge Neandertaler-Gene in sich tragen, ungefähr 2%. Das heißt, zu 98% stammt ihre DNA aus Afrika und hat vor 50.000 Jahren Afrika verlassen. Und zu 2% tragen sie Neandertaler-Gene. Wahrscheinlich haben sie sich irgendwo im Nahen Osten, auf der arabischen Halbinsel, als die Menschen Afrika verlassen haben, mit Neandertalern gemischt, haben Kinder gezeugt in einem Verhältnis 1 zu 50. Und diese Neandertaler-Gene sind deshalb heute noch im Rest der Welt zu finden. Das heißt, Neandertaler und moderne Menschen hatten sich irgendwo gern, kann man zumindest vermuten, und haben irgendwo an einigen Stellen dieser Welt auch Kinder miteinander gezeugt. Die gleiche Frage haben wir dann auch für den Denisova-Menschen gestellt, von dem wir mittlerweile auch ein ganzes Genom rekonstruiert haben. Und was wir hier gefunden haben, war auch eine Überraschung. Wir haben in Europa keine Denisovaner-Gene. Das ist vielleicht keine große Überraschung, weil hier gab es auch keine Denisovaner. In Ostasien, in heutigen Chinesen, haben wir ungefähr 0,2%. Das ist eine kleine Menge, aber sie ist trotzdem detektierbar. Allerdings in den Ureinwohnern Papua-Neuguineas und auch Australien haben wir ungefähr 5% Denisovaner-DNA. Das ist relativ viel. Zusammen mit den 2% Neandertaler haben die ungefähr 7% Urmenschen und 93% quasi die DNA von den frühen modernen Menschen, die Afrika verlassen haben.
Vom Homo floresiensis haben wir bisher noch keine DNA, deswegen können wir nicht genau sagen, wie er genetisch mit uns verwandt ist. Einige Kollegen sagen, vielleicht ist es ein Denisovaner, andere sagen, es ist vielleicht ein moderner Mensch, der eine Pathologie hatte. Wir sind uns noch nicht genau sicher, aber wir hoffen sehr, dass in den nächsten Jahren auch aus dem Homo floresiensis ein Genom hervorgeht, sodass wir mehr über die Verwandtschaft von Homo floresiensis zu uns heute erfahren können. Wir sind aber nicht nur interessiert in unseren Analysen in die DNA, die wir aus Zähnen oder aus alten Knochen herausbekommen können, die vom Menschen selbst stammen, sondern wir sind unter anderem auch interessiert an den Krankheitserregern, die die Menschen einst in sich getragen haben, um zum Beispiel etwas über die Evolution der Krankheitserreger zu lernen. Dafür haben wir zusammen mit Kirsti, Alexander und Verena, die mit mir in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben, ein neues Forschungsfeld gegründet, das nennt sich alte Pathogengenomik. Und zwar ist es eine Rekonstruktion von Pathogenen aus der Vergangenheit, wo wir das gesamte Genom entschlüsseln. Und das gibt uns so eine Art molekulare Fossilien, um etwas zu lernen über die Langzeitevolution der Krankheitserreger. Wie wurden zum Beispiel aus einem tierischen Pathogen ein menschliches Pathogen, zum Beispiel durch eine Zoonose. Und natürlich können wir so auch Archäologen oder Historikern sagen, an was die Skelette, die sie vielleicht gefunden haben, einst gestorben sind. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von Krankheitserregern in den letzten Jahren angeguckt. Wir haben uns den Erreger der Beulenpest angeguckt, Yersinia pestis, den Lepra-Erreger. Wir haben uns die Evolution der Syphilis angeguckt, die Tuberkulose, den Typhus, aber auch zum Beispiel von einem sehr berühmten Italiener konnten wir die DNA rekonstruieren, einem wahrscheinlich der ältesten Italiener, dem Ötzi, der ja in Tirol gefunden wurde, 30 Meter zumindest über der Grenze auf italienischer Seite. Und der hat seinen Magen quasi, war eingefroren über die letzten 5000 Jahre. Und aus dem Mageninhalt konnten wir tatsächlich zusammen mit mit der Gruppe aus Bozen, die dort im Ötzi-Museum arbeitet, dann Heliobacter pylori rekonstruieren. Das sind Bakterien, die zum Beispiel im Magen leben und dort Magenkrebs oder auch Magengeschwüre verursachen können. Und so haben wir etwas über die Evolution dieses Krankheitserregers gelernt. Wir arbeiten aber auch mit alten Viren, das heißt die Evolution von Viren durch die Zeit. Und das älteste Virengenom, was wir bisher rekonstruiert haben, stammt vom Hepatitis B-Virus. Das ist fast 7000 Jahre alt. Und was ein sehr spannender Befund war, ist, dass das Hepatitis B-Virus, was wir in diesen 7000 Jahre alten Proben gefunden haben, heute am nächsten ist zu dem, was wir in Schimpansen und Gorillas finden. Also das heißt ganz anders als Hepatitis B, was wir heute zum Beispiel in Europa finden. An dieser Stelle möchte ich auch zumindest kurz mal erwähnen, dass diese Art Forschung, die wir betreiben, auch immer sehr viel Aufmerksamkeit erlangt. Diese Studie hier wurde in vielen unterschiedlichen Zeitungen gezeigt, in der New York Times, in der Washington Post und der Spiegel. Was aber auch immer wieder witzig ist, ist, dass die Tabloid Press, die Boulevardmedien diese Studien auch aufgreifen. Auch hier ist das geschehen bei der Bild-Zeitung, die hat dann getitelt, dass wir hier den ersten Sexstrolch gefunden haben. Ja, was an sich ein witziger Titel ist, solange man nicht ein Bild von sich selbst unter diesem Titel hat, aber zum Glück kann ich immer noch auf den Straßen von Jena und Leipzig unerkannt herumlaufen. Heute soll es aber hauptsächlich um die Populationsgenetik der Menschen gehen, nicht der Krankheitserreger, und was wir aus unserer Forschung in den letzten Jahren gelernt haben über die Geschichte Europas. Und da ist eine Studie ganz entscheidend, das ist eine Studie, die ist jetzt mehr als 10 Jahre alt von unserem Kollegen John Novembre. Was der gemacht hat, ist, der hat in der Schweiz mehr als 3000 Menschen identifiziert, die gesagt haben, dass ihre Eltern und Großeltern aus der gleichen Region irgendwo in Europa kommen. Und dann hat er eine genomweite Analyse von diesen Menschen durchgeführt und hat die genetische Distanz zwischen diesen 3000 Menschen gemessen. Und was man jetzt hier sieht, ist quasi eine solche Darstellung, eine sogenannte Hauptkomponentenanalyse, wo man jeder Punkt hier ist eine Person. Und wenn zwei Punkte nah beieinander sind, dann sind sie eng genetisch miteinander verwandt. Wenn sie weit voneinander sind, dann sind sie nicht so nah miteinander genetisch verwandt. Und nachdem er die genetischen Distanzen von diesen Menschen berechnet hat, hat er sie eingefärbt nach der Herkunft der Großeltern. Und alle, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Spanien, haben die blaue Farbe bekommen. Alle, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Portugal, haben lila bekommen. Die Franzosen gelb, die Schweizer dieses Pink, hier ist Belgien, Großbritannien, Irland, Schottland, Niederlande, Norwegen, Dänemark,
Deutschland, Schweden, Österreich, Finnland. Hier ist Italien. Sie sehen vielleicht schon, wo ich hin will. Das ist die Europakarte. Und das ist die Europakarte nur rekonstruiert aus der DNA der Menschen. Das heißt, selbst die Geografie Europas steckt in unseren Genen. Die Iberische Halbinsel, der Stiefel Italiens, die britischen Inseln oder Skandinavien. Das macht sicherlich auch Sinn, weil man natürlich mit Menschen, die in der Nähe wohnen, eher Kinder zeugt als mit Menschen, die weit weg sind. Und wenn dort Berge dazwischen sind oder ein Meer, kann man dort natürlich auch sich nicht genetisch austauschen. Das heißt, die Geografie ist sogar in unsere Gene hereingeschrieben. Und was wir jetzt versuchen, ist, dass wir diese genetische Karte Europas durch die Zeit rekonstruieren, um zu sehen, ob sie sich verschiebt. Und wenn sie sich verschiebt, ob das dann Anzeichen sind für Migration, wenn wir zum Beispiel plötzlich die Gene der Iberischen Halbinsel 100 Jahre später oder 100 Jahre zuvor an einem anderen Ort sehen, dann sagt uns das etwas, dass dort zu dieser Zeit eine Migration stattgefunden hat. Das heißt, wir wollen die Populationsstruktur Europas durch die letzten 50.000 Jahre rekonstruieren, um etwas über die Migrationsmuster zu erfahren. Wer ist wann von wo nach wo gezogen? Und da kann man sich natürlich ganz viele unterschiedliche Zeitperioden angucken. Ich habe das hier mal für Mitteleuropa zusammengefasst. Das heißt, in Südeuropa, in Italien beginnt das zum Teil ein bisschen früher. Aber bei uns in Mitteleuropa zum Beispiel beginnt das Neolithikum vor 7500 Jahren, die Bronzezeit vor 4200 Jahren, Eisenzeit, Antike, Mittelalter, Neuzeit, diese unterschiedlichen Zeitperioden. Viel davon befindet sich in der sogenannten Vorgeschichte. Das heißt, es ist eine Zeit, in der wir keine historischen Dokumente haben. Das heißt, niemand hat etwas niedergeschrieben über diese Zeit und wir wissen sehr wenig über diese Zeitperioden. Das heißt, was ist zu dieser Zeit passiert? Wenn uns niemand etwas aufschreibt, dann haben wir auch keine Informationen, ob jemand von A nach B gewandert ist. Das Einzige, was wir haben, ist archäologische Funde oder anthropologische Funde, aber die sind häufig nicht genügend aussagekräftig, um zu sagen, ob sich jemand wirklich bewegt hat, ob jemand wirklich migriert ist. Eine sehr interessante Zeitperiode, mit der sich viele Archäologen in den letzten Jahren beschäftigt haben, ist die sogenannte Neolithische Revolution. Was ist so interessant an dieser Zeit? Das ist die Zeit, als der Mensch vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern wird. Das heißt, er verändert seine Lebensweise. Und das passiert bei uns ungefähr in Mitteleuropa vor 7500 Jahren, in Italien vor ungefähr 8000 Jahren. Und was sich jetzt die Archäologen sehr lange gefragt haben, ist, ob dieser Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern einfach nur eine Veränderung in der Kultur war, das heißt, haben sich neue Ideen ausgebreitet, oder war es so gewesen, dass hier Menschen eingewandert sind und diese neuen Ideen mitgebracht haben. Und das ist eine ganz klassische Frage, die man häufig in der Archäologie hat, Pots or People, Töpfe oder Menschen. Das heißt, wenn ich sehe, dass sich die Kultur verändert, dass sich plötzlich neue Kulturgegenstände, wie neue Töpfe habe, bedeutet das, dass neue Menschen gekommen sind oder hat sich einfach nur die Kultur verändert? Wenn wir uns heute anschauen und unsere Urgroßeltern, die vielleicht noch als Bauern gelebt haben, dann hat sich unsere Kultur sehr stark verändert, aber wir sind trotzdem die direkten Nachfahren dieser Urgroßeltern. Und die Frage für das Neolithikum war jetzt, war es dort auch so oder sind dort Menschen eingewandert und haben diese neuen Töpfe und die neuen Technologien, das heißt die domestizierten Tiere und den Ackerbau, mitgebracht. Und das ist eine Frage, die wir anhand der Genetik viel besser stellen und lösen können. Denn wenn wir einen Kulturwandel nur hätten, wenn einfach nur die Kultur verändert hätte, dann würden wir eine sogenannte genetische Kontinuität sehen. Das heißt, die Genetik der Menschen, bevor die neue Kultur, in dem Fall das Neolithikum, kommt, sollte die gleiche Genetik sein wie die Menschen danach. Also es sollte wie bei unseren Urgroßeltern so sein, dass die Menschen zuvor die gleichen Menschen sind wie die Menschen später. Wenn es aber so war, dass Menschen nach Europa kamen, dann würden wir erwarten, dass es eine Diskontinuität gibt. Das heißt, hier sollte es eine neue genetische Komponente geben, die vorher so nicht da war und die plötzlich eingewandert ist. Und um das zu testen, haben wir zusammen mit unseren Kollegen eine ganze Reihe von Genomen aus der Vergangenheit rekonstruiert. Hier sehen Sie einige hundert, die wir vor ein paar Jahren zusammengetragen haben, von der Iberischen Halbinsel bis nach Osteuropa und von Nordeuropa bis nach Südeuropa. Das war 2015, das ist fast die Steinzeit der Archäogenetik. Das heißt, heutzutage haben wir viel mehr, über 3000, auch aus Italien, aus anderen Teilen Europas. Was haben wir jetzt aus diesen Genomen der letzten 10.000 Jahre gelernt? Wir können jetzt eine Art Zeitreise durchführen, die beginnt vor 8.000 Jahren. Und da sehen wir hier im Hintergrund
wenn man das einigermaßen sehen kann, in Grau, das ist das heutige Europa, das heißt, hier wäre wieder die Iberische Halbinsel, das wäre Mitteleuropa, das ist Osteuropa, hier ist der Balkan, hier haben wir Anatolien, hier wäre der Nahe Osten und das wäre hier Nordostafrika. Hier ist noch eine kleine Wolke, das ist Sardinien. Sardinien ist tatsächlich etwas anders als der Rest von Europa, da kommen wir aber gleich noch dazu. Und so sah Europa vor 8000 Jahren aus. Das waren die Jäger und Sammler Europas. Die westlichen Jäger und Sammler, die nördlichen Jäger und Sammler, die osteuropäischen Jäger und Sammler und die, die noch weiter im Osten gewohnt haben. Und was wir sehen ist Geografie, aber ganz anders als die Menschen, die heute in Mitteleuropa wohnen. Das heißt, zwischen 8000 und heute muss sich etwas genetisch verschoben haben. Zur selben Zeit vor 8000 Jahren haben wir auch schon Ackerbauern, aber nicht bei uns in Mitteleuropa, sondern in Anatolien. Und die sehen genetisch so aus. Der Ackerbau wurde wahrscheinlich in Anatolien entwickelt, im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Und diese Menschen sind genetisch ganz anders als die Jäger und Sammler, die vor 8000 Jahren in Europa gewohnt haben. Und jetzt machen wir eine Zeitreise von 8000 nach 7500 vor heute. Und da haben wir dann plötzlich Ackerbau bei uns in Mitteleuropa. Und wie sehen die Menschen des Ackerbaus in Mitteleuropa aus? Die sehen so aus. Das heißt, von den Jägern und Sammlern haben wir plötzlich Menschen bei uns in Mitteleuropa, die genetisch genauso aussehen wie zuvor die Menschen, die Ackerbau in Anatolien hatten. Aber ganz anders als die Jäger und Sammler zuvor. Das heißt, es muss eine Einwanderung gegeben haben. Menschen kamen aus Anatolien nach Mitteleuropa und haben den Ackerbau mitgebracht. Da führt nichts mehr dran vorbei, das ist jetzt tausendfach belegt. Der Ackerbau kam nach Europa mit Menschen. Das heißt, eine Einwanderung aus Anatolien. Und die war sogar ziemlich groß. Die Genetik der Mitteleuropäer hat sich immens verschoben zu dieser Zeit. 95% der Menschen wurden quasi ausgetauscht mit diesen neuen Menschen, die eingewandert sind. Wenn wir jetzt von 7000 vor heute auf 5000 vor heute gehen, das heißt 2000 Jahre wieder in die Zukunft, dann sehen wir, gibt es wieder eine genetische Verschiebung, und zwar in diese Richtung. Die Menschen, die dann in Mitteleuropa wohnen, zeigen plötzlich Gene der Jäger und Sammler. Das heißt, die Jäger und Sammler, die hier vorher gewohnt haben, sind nicht ausgestorben, sondern sie haben hier wahrscheinlich noch in Regionen gelebt, wo man keinen Ackerbau betreiben konnte und haben sich im Laufe der nächsten 2000 Jahre mit den eingewanderten Menschen aus Anatolien vermischt, sodass am Ende vor 5000 Jahren in der sogenannten Kupferzeit diese Mischpopulation besteht. Zu der gehört übrigens auch der Ötzi. Der Ötzi befindet sich hier auch in der Wolke. Und was interessant ist, genau hier, was interessant ist, ist, dass unter dieser Wolke befinden sich heutige Menschen Europas, und zwar nicht irgendwer, sondern die Menschen aus Sardinien. Die Sarden sehen genauso aus wie die Kupferzeitler, die quasi vor 5000 Jahren in Europa gewohnt haben. Das hat man auch erkannt, als man das Ötzi-Genom entschlüsselt hat. Damals dachte man, der Ötzi stammt aus Sardinien, aber in Wirklichkeit sahen alle Europäer vor 5000 Jahren so aus wie die Menschen heute in Sardinien. Wahrscheinlich haben sich die Menschen in Sardinien in den letzten 5000 Jahren nicht so stark genetisch verändert wie der Rest von Europa. Denn es ist auch klar, dass die heutigen Mitteleuropäer ganz anders aussehen als die Menschen zur Kupferzeit. Vor 5000 Jahren sieht aber auch Osteuropa ganz anders aus. So sahen die Menschen Osteuropas aus, die hier nördlich vom Schwarzen Meer und nördlich von der Kaspischen Meer gewohnt haben, in der sogenannten Pontischen Steppe. Die sahen ganz anders aus als die Kupferzeitler, die zu dieser Zeit hier in Mitteleuropa gewohnt haben und auch ganz anders als Anatolien. Und jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung von 5000 vor heute auf 4800 vor heute. Also nur 200 Jahre in die Zukunft und plötzlich sehen die Mitteleuropäer so aus. Ja, wir haben plötzlich eine ganz wilde Mischung und wir haben plötzlich diese Individuen hier, die stammen tatsächlich genau aus Mitteleuropa und genetisch sehen die fast genauso aus wie die Menschen, die zuvor in der Bronzezeit in der Region nördlich des Kaspischen Meeres gewohnt haben, aber anders als der Ötzi und die Menschen, die vorher in Mitteleuropa gewohnt haben. Das heißt, Mitteleuropa verschiebt sich von hier bis nach da oben, bis quasi in diese Bronzezeit-ähnlichen Individuen. Das heißt, wir haben Individuen plötzlich, die genetisch fast genauso aussehen wie die Menschen aus der Pontischen Steppe. Das heißt, es hat ganz klar eine Einwanderung gegeben aus der Pontischen Steppe nach Mitteleuropa. Bei uns in Mitteleuropa werden ungefähr 75% der lokalen Gene verdrängt durch diese Menschen, die aus der Steppe kommen.
Auf den britischen Inseln werden sogar 95% der Gene durch diese einwandernden Menschen aus Osteuropa verdrängt. Für Italien, muss ich sagen, gibt es noch nicht viele Daten, hoffentlich bald in der Zukunft. Das sieht man auch schön an anderen Analysen, wo man diese unterschiedlichen genetischen Komponenten gegeneinander vergleicht. Das ist wie archäologische Schichten, das ist das Älteste, das ist das Jüngste. Und wir sehen, dass am Anfang, als der Ackerbau kam, die Menschen quasi 100% Ackerbauern aus Anatolien waren. Und durch die Zeit werden sie dann immer mehr den Jägern und Sammlern ähnlich. Das heißt, hier wird der Ötzi, der schon Jäger- und Sammler-Gen in sich trägt, ungefähr 20-30%. Und dann vor 4800 Jahren kommt es zu dieser großen Einbruch, diese Steppenmigration, diese Menschen aus der Steppe wandern ein und verdrängen die lokale Bevölkerung, vermischen sich auch zum Teil mit denen. Und das sieht man auch in den heutigen Europäern. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dann haben quasi fast alle Populationen in Europa eine große Menge von diesen Steppengenen. Nur die Menschen Sardiniens haben sehr, sehr wenig. Und heutige zum Beispiel Einwohner der Toskana hier haben relativ viel im Vergleich zu Sardinien, aber viel weniger als andere Teile Europas, aber haben zum Beispiel relativ wenig von diesen Jäger- und Sammlergenen, die wir aber auch immer noch in heutigen Europäern finden. Das heißt, zusammenfassend, was kann man sagen über die großen Migrationsströme der letzten 10.000 Jahre? Nun, vor 9.000 Jahren kommt es zur ersten großen Migration aus Anatolien nach Mitteleuropa. Der Ackerbau kommt mit Menschen aus Anatolien. In den nächsten 2.000 Jahren bis ungefähr 5.000 vor heute haben wir dann eine genetische Vermischung. Das heißt, die Jäger und Sammler, die immer noch hier leben, vermischen sich mit der lokalen Ackerbauernkultur, sodass eine Mischkultur entsteht. Und dann vor ungefähr 4.800 Jahren kommt es zu einer neuen Einwanderung, die massiv die Genetik der Europäer verändert. Das heißt, aus der quasi südrussischen Steppe kommen Menschen, die sogenannte Yamnaya-Kultur. Hier wird zur Schnurkeramik in Mitteleuropa und den Glockenbechern. Und diese Menschen verschieben und verändern dann nochmal die Genetik der Mitteleuropäer und auch Westeuropäer. Und diese Gene finden wir heute in ganz Europa. Was wir uns lange jetzt gefragt haben, ist, wie konnte es zu dieser zweiten Migration kommen? Die erste lässt sich gut erklären. Der Ackerbau bedeutet einfach mehr Kinder und mehr Kinder heißt einfach, dass man sich schneller ausbreitet. Es ist einfach demografischer Wandel. Wohingegen diese Yamnaya-Expansion, die war sehr schnell. Innerhalb von 200 Jahren sind diese Menschen aus dieser Region in Südrussland bis ganz weit nach Westen vorgedrungen. Und das lässt sich nicht einfach erklären mit einfach nur demografischem Wandel. Das sind nur wenige Generationen, zumal diese Migration auch hauptsächlich durch Männer vorangetrieben wurde. 7-mal mehr Männer als Frauen, so wurde es berechnet. Und was jetzt ein interessanter Befund war, ist, dass wir geschaut haben, ob wir in diesen Individuen aus dieser Zeit auch Krankheitserreger finden. Und tatsächlich wurden wir fündig in einer ganzen Reihe von Individuen. Aus dieser Zeit haben wir Pesterreger gefunden. Und es war scheinbar die erste große Pestepidemie. Das heißt, zu dieser Zeit entsteht der Pesterreger und breitet sich hier nach Westen, nach Mittel- und Südeuropa aus. Wir haben jetzt auch für diese Pesterreger eine Art Stammbaum erstellt. Wir haben da die heutige Pest, das sind diese ganzen Zweige, die man hier im Stammbaum sieht. Das ist der Schwarze Tod aus dem Mittelalter. Hier ist die Justinianische Pest aus dem späten Römischen Reich. Und hier haben wir die Steinzeitpest. Die spaltet sich von der heutigen Pest vor ungefähr 5000 Jahren ab. Und aus den unterschiedlichen Peststämmen entstehen dann jeweils neue. Das ist der älteste, der zweitälteste, drittälteste, viert, fünft, sechst, siebtälteste. Und das heißt, die scheinen sich ineinander zu entwickeln. Das heißt, aus der 1 entsteht die 2, aus der 2 dann die 3, aus der 3 die 4, aus der 4 die 5, daraus die 6 und daraus die 7. Das sieht erstmal nach einem verrückten Muster aus, wie sich aus dem einen Peststamm ein anderer entwickelt. Aber dieses Muster entspricht so ziemlich genau auch der menschlichen Migration. Das heißt, scheinbar haben diese Menschen, diese Yamnaya-Kultur, diesen Pesterreger mit nach Europa gebracht, aber auch, als sie sich nach Osten ausgebreitet haben. Später gibt es auch eine menschliche Migration zurück nach Zentralasien. Und die Pesterreger scheinen mit den Menschen mitgereist zu sein. Und vielleicht sind sie dort auch in Regionen gekommen, wo die Menschen nicht vorbereitet waren auf die Pest. Dann kam es zu einer großen Epidemie und vielleicht hat das quasi dann das Tor geöffnet für diese Menschen, die sich dann haben ausbreiten können. Das heißt, dass der Erreger dazu geführt hat, dass sich die Menschen so weit nach Westen und Osten haben ausbreiten können. Das heißt, die Pest hat sich mit den Menschen ausgebreitet. Was auch interessant ist, ist, dass in diesem Pesterreger aus der Steinzeit etwas fehlt. Der hat eine Lücke. Und was hier fehlt, ist nicht irgendwas. Was hier fehlt, sind die Gene, die notwendig sind,
damit sich dieser Erreger durch Flöhe übertragen kann und die sogenannte Beulenpest verursacht. Das heißt, dieser Erreger war wahrscheinlich kein Beulenpesterreger, sondern er hat eine Form von Sepsis verursacht, wahrscheinlich durch Tröpfcheninfektion über die Lunge übertragen. Das würde man dann Lungenpest nennen. Das heißt, ähnlich wie Corona heute, haben vielleicht Menschen durch einfaches Husten andere Menschen mit der Pest angesteckt. Und deswegen hat sich diese Krankheit auch von Mensch zu Mensch übertragen, anders als die heutigen Pesterreger, die sich meistens von Ratten und Flöhe auf den Menschen übertragen. Das heißt, die Krankheit war vielleicht eine andere Krankheit als die, die wir heute als Pest kennen. Mit Menschen bewegen sich natürlich auch Sprachen. Und es gibt für die Herkunft der indoeuropäischen Sprachen, die wir jetzt gerade sprechen, zumindest könnten Sie mir sonst nicht zuhören oder das Italienisch lesen, weil sowohl Italienisch als auch Deutsch indoeuropäische Sprachen sind, unterschiedliche Herkunftsszenarien. Das heißt, wie kann es sein, dass die Menschen zwischen Island und Indien die gleiche Sprache sprechen oder zur gleichen Sprachfamilie gehören? Und da gibt es zwei Hypothesen. Die eine Hypothese sagt, dass die indoeuropäischen Sprachen aus Anatolien kamen und quasi mit den Ackerbauern nach Europa und nach Indien gewandert sind. Und die zweite Hypothese sagt, dass die indoeuropäischen Sprachen aus der Steppe kamen und mit der Steppenmigration nach Europa und auch nach Indien kamen. Ich habe Ihnen nun gezeigt, es gibt für Europa zwei Migrationen, eine aus Anatolien und eine aus der Steppe. Insofern würde alles dafür sprechen, dass beide Hypothesen möglich sind. Allerdings finden wir die anatolischen Ackerbauerngene nicht in Indien. Aber vor 3600 Jahren kommen die Steppengene nach Nordindien. Das haben unsere Kollegen zumindest gezeigt. Und das ist auch die Zeit, wenn wir die ältesten Texte haben, das älteste Sanskrit, die sogenannten vedischen Texte, die sind 3600 Jahre alt. Das heißt, sowohl die Genetik als auch die Archäologie unterstützt diese Hypothese vielleicht etwas mehr. Das heißt, wir können aus der Genetik vielleicht sogar etwas darüber lernen, wie die Sprachen sich ausgebreitet haben. Das würde bedeuten, dass quasi diese Sprachen sich vor 5.000 bis 6.000 Jahren ausgebreitet haben. Würde aber auch bedeuten, dass alle Sprachen, die heute noch in Europa auftreten oder bis vor kurzer Zeit noch in Europa existiert haben, die nicht indoeuropäisch sind, zum Beispiel Baskisch, Paleosardo, Etruskisch, Minoisch, das sind wahrscheinlich die Sprachen der frühen Ackerbauern, die aus Anatolien kamen, von denen aber nur noch heute Baskisch gesprochen wird. Wir haben natürlich mit der DNA auch den Bauplan des Lebens. Der Bauplan kodiert für Bausteine. Das heißt, wir können natürlich jetzt auch durch die Zeit schauen, wie sich bestimmte Bausteine verändert haben. Und das haben wir jetzt auch getan und haben jetzt zum Beispiel einfach mal geschaut, wie verändern sich die Gene, die für die Augenfarbe verantwortlich sind. Heutzutage haben ungefähr 70% hier in Rot aller heutigen Europäer ein Gen oder Mitteleuropäer ein Gen für helle Augen. Das ist grün oder blau. Das ist aber rezessiv, das wird unterdrückt. Das heißt, wenn ich eine braune Kopie habe, eine blaue, dann habe ich trotzdem braune Augen. Das heißt, ungefähr 50-40% der Mitteleuropäer haben helle Augen. Gehe ich in der Zeit zurück zu den frühen Ackerbauern, die hier vor 6.000 Jahren aus Anatolien eingewandert sind, dann ist die Frequenz nur bei 20%. Das heißt, die meisten von denen, wahrscheinlich mehr als 95% der frühen Ackerbauern, hatten braune Augen, so wie vielleicht auch die heutigen Menschen, die aus Anatolien stammen. Gehe ich jetzt aber noch weiter in der Zeit zurück zu den Ureuropäern, den Jägern und Sammlern, die hier gewohnt haben, bevor der Ackerbau aus Anatolien kam, dann ist die Frequenz der hellen Augen bei 100%. Die hatten alle helle Augen. Das heißt, ein Phänotyp, der heute für Europäer ganz typisch ist, die hellen Augen, der aber damals bei jedem zu finden war. Anders ist es hingegen bei der Hautfarbe. Auch die ist so typisch für uns Europäer. Wir werden ja sogar als Weiße bezeichnet. Und wenn wir jetzt anschauen, da gibt es hier in Blau und in Grün zwei Gene, die verursachen helle Haut. Das sind Mutationen, die typisch sind für Menschen mit heller Haut. Die haben heute quasi alle Mitteleuropäer. Gehe ich in der Zeit zurück zu den frühen Ackerbauern, dann ist das eine Gen in sehr geringer Frequenz und das andere schon in geringerer Frequenz. Das heißt, die frühen Ackerbauern aus Anatolien hatten wahrscheinlich dunklere Haut wie die heutigen Europäer. Gehe ich jetzt noch weiter in der Zeit zurück zu den Ureuropäern, zu den Jägern und Sammlern, ist die Frequenz allerdings null. Die hatten das Gen noch gar nicht. Das heißt, im Moment gehen wir davon aus, dass die Jäger und Sammler,
die vor 8.000 bis 10.000 Jahren in Europa gelebt haben, dunkle Haut hatten. Und zwar können wir sie genetisch nicht unterscheiden von den Menschen südlich der Sahara. Das heißt, sie sind so dunkel wie die Menschen, die heute südlich der Sahara wohnen. Das heißt, sie hatten einen Phänotyp, den wir hier unten links sehen, helle Augen, aber dunkle Haut. Ja. Bedeutet halt auch, dass die Weißen noch gar nicht so alt sind. Die Weißen, wenn man sie als Population oder sogar furchtbar, wie wir am Anfang schon gehört haben, als Rasse bezeichnen, wo wir uns ja sehr stark dagegen ausgesprochen haben, das macht auch von dieser Forschung noch viel weniger Sinn, weil die helle Hautfarbe eigentlich aus 4.000, 5.000 Jahre alt ist und davor waren alle Menschen wahrscheinlich auf der Welt noch dunkel. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum sind die Menschen weiß geworden? Wir gehen davon aus, dass es etwas mit dem Ackerbau zu tun hat. Das war die große Veränderung der letzten 7.000 Jahre und tatsächlich haben Ackerbauern eine andere Ernährung. Und sie nehmen über die Nahrung sehr wenig Vitamin D auf. Das kann man zum Beispiel aus Fisch und Fleisch bekommen. Vitamin D kann man aber auch in der Haut produzieren. Das heißt, wenn ich Vegetarier bin und weit im Norden lebe, zum Beispiel heute in Schottland, in Island, in Kanada oder in Skandinavien, dann habe ich im Winter häufig Vitamin D-Mangel, weil ich in der Haut zu wenig Vitamin D produzieren kann, weil wenn ich dunkle Haut habe, kommt weniger Licht durch die Haut, als wenn ich helle Haut habe. Und im Norden ist natürlich sehr wenig Licht vorhanden. Das heißt, um sich an den Ackerbau in Europa anzupassen, mussten die Menschen weiß werden. Und besonders in Skandinavien, das ist der nördlichste Punkt auf der Welt, wo Ackerbau betrieben wird, musste man besonders hell werden, weil man so wenig Licht hat, weil im Winter es quasi 3 Monate lang dunkel ist, wie einige von Ihnen, zumindest wir hier in Deutschland, seit diesem Wochenende auch wieder sehr stark spüren, wo es jetzt mittlerweile schon um 4:30 dunkel wird. Das heißt, was habe ich Ihnen heute erzählt? Ich habe Ihnen erzählt, dass die heutigen Europäer von mindestens 3 Ursprungspopulationen abstammen. Die frühen Ackerbauern stammen aus Anatolien, das ist jetzt ziemlich klar belegt. Vor 4.800 Jahren kommt es zu einer weiteren großen Einwanderung, von der man eigentlich vorher nichts wusste oder zumindest nicht in dem Umfang, bevor die Genetiker die ersten Daten in den letzten 5 Jahren erbracht haben. Die kam aus der pontischen Steppe, wurde vor allem durch Männer vorangetrieben. Es gab mindestens 2 Masseneinwanderungen während der Jungsteinzeit, dem sogenannten Neolithikum. Und es gibt einen möglichen Zusammenhang mit der Ausbreitung der indoeuropäischen Sprachen. Die kamen wahrscheinlich auch aus der Steppe mit diesen Männern aus dem Osten und haben sich scheinbar in ganz Europa verbreitet. Und wir konnten auch zeigen, dass es eine erste Pestwelle gab zu dieser Zeit. Das heißt, im 3. Jahrtausend vor Christus gab es die erste große Pestwelle in der frühen Bronzezeit und die hat sich eventuell auch auf diese menschlichen Migrationen ausgewirkt. Zumindest könnte es eine Erklärung sein, warum sich diese Menschen aus Osteuropa nach Westeuropa haben ausbreiten können. Damit möchte ich natürlich den ganzen Kollegen danken, die die Arbeit gemacht haben und nicht nur darüber reden. Das ist meine Arbeitsgruppe. Sie sehen, wir sind ein sehr internationales Team mit über 25 Nationalitäten, die unterschiedlichen Geldgeber, die unsere Forschung finanzieren. Wenn das Thema gefallen hat, der kann mehr im Buch lesen, Die Reise unserer Gene auf Deutsch oder Storia dell'Umanità auf Italienisch. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben leider heute nicht die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen, aber wenn Sie doch noch Fragen haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich wissen lassen, was Sie interessiert. Und ich hoffe, ich finde die Zeit, Ihnen zurückzuschreiben. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Grazie molte, professor Krause, per questo intervento tanto coinvolgente quanto istruttivo, che forse proprio in questi tempi complicati per diversi motivi può contribuire a chiarire un po' i concetti e forse anche in un senso traslato al rischiaramento delle anime o delle menti. La prospettiva storica, scientifico-storica, sicuramente non può far scomparire i problemi attuali, ma sono convinta che può aiutare a valutare e comprendere meglio. In questo senso vi mandiamo saluti fiduciosi da Venezia e speriamo di rivedervi presto nella città, al centro tedesco e sul nostro canale YouTube. Vielen Dank, lieber Herr Krause, nun auch nochmal auf Deutsch für diesen ebenso instruktiven wie mitreißenden
Vortrag. Und gerade in diesen aus verschiedenen Gründen komplizierten Zeiten kann ja vielleicht auch dieser Blick, dieser naturwissenschaftlich-historische Blick helfen, zum einen die Konzepte zu klären, aber vielleicht auch zu einer Erhellung im übertragenden Sinn der Gemüter etwas beitragen. Denn diese Perspektive kann natürlich die gegenwärtigen Probleme nicht verschwinden lassen, aber doch vielleicht dabei helfen, sie besser einzuordnen und besser zu verstehen. Und in diesem Sinne senden wir nun unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zuversichtliche Grüße aus Venedig und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in der Stadt, im Deutschen Studienzentrum und auf unserem YouTube-Kanal. Ciao.